So, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo, was Black Ops 2 betrifft. Ja, das erste Infovideo ist ja jetzt schon ein bisschen länger her und da haben wir uns ja mit den Waffen befasst. Und das Thema möchte ich heute einfach nochmal aufgreifen, weil die Black Ops 2 Waffen ja immer wieder neue Gerüchte entstanden sind, worum es gehen soll, was für Waffen werden eingeführt. Ich habe ein paar Listen durchgeguckt im Internet, habe jetzt über mehrere Wochen hinweg gesucht und habe jetzt einfach mal die Waffen zusammengesucht, wo ich davon ausgehe, dass diese auch zu 100% im Spiel vertreten sein werden. Und zwar mache ich das auf diversen Sichtungen in Trailern oder in Erwähnungen von irgendwelchen Leuten, die für Treyarch arbeiten oder die mit Call of Duty Black Ops 2 zu tun haben, fest. Und zwar möchte ich gleich anfangen bei der ersten Waffe, das ist die AK-47. Die kennt eigentlich so gut wie jeder. Und ich finde, im ersten Trailer sah irgendwie jede Waffe aus wie die AK-47. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass man da die AK-47 als Waffe fest etablieren wird. Ich denke, da wir ein futuristisches Szenario haben im Black Ops 2, wird es, denke ich, trotzdem noch die alten Waffen geben. Also nicht irgendwelche neuen futuristischen Waffen. Vielleicht zwei, drei Stück, wo wir erwarten dürfen, sei es eine Pistole, die wir im Trailer gesehen haben oder ähnliches. Aber die AK-47 zuerst mal haben wir sie in Modern Warfare 1 gesehen, also in COD4. Meistens so eine 30 Schusswaffe, also wir haben meistens ein Magazin von 30 Schuss, war relativ gute Waffe, ist aber auch sehr verschwommen meistens, wenn man geschossen hat. Also man musste schon ein gutes Aim haben, mit der Waffe umzugehen. Kommt natürlich aus der Sowjetunion und ist, wie der Name schon sagt, AK-47 1947 produziert worden. Ist eine automatische Waffe, ganz klar. Eine meiner Lieblingswaffen, weil sie sich mit einem Schalldämpfer sehr, sehr gut gespielt hat und ich fand, sie war einfach nice to have und auch zum Handeln fand ich sie cool. Ansonsten, die nächste Waffe, die ich im Repertoire habe, ist die AN-94. Die kam zum ersten Mal, für die, die es noch nicht wissen, schon mal in dem Modern Warfare, sag ich schon, im Call of Duty Teil vor, und zwar in COD, also Call of Duty Mobilized. Dieser Teil ist aber nur für den Nintendo DS erschienen. Ja, der ein oder andere wird es vielleicht gespielt haben, hier in hammergeiler 3D, 2D, Extreme, Specificient Graphic Design. Nein, Spaß beiseite, Leute. Also das Ding kam wirklich in keinem richtigen Call of Duty Shooter vor. Also ich muss jetzt mal sagen, dieses Nintendo DS-Gedingse ist doch kein richtiger Shooter. Das Ding kommt aus Russland, ist 1993 produziert worden. Ebenfalls ähnlich vom Aufbau her wie die AK-47. Man muss ganz ehrlich sagen, sie sehen sich schon ziemlich ähnlich. Was aber der Unterschied zwischen der AK-47 und der AN-94 ist, dass man hier einen zusätzlichen Zweischuss-Feuerstoß hat. Das heißt, die AK-47 meistens, also die echte AK-47 ist so, dass man eine vollautomatische Waffe hat, die man auf Einzel- und vollautomatisch umstellen kann. Die AN-94 dagegen kann man nochmal auf Zweischussbetrieb umstellen. Also ich weiß nicht, wie es im Call of Duty umgesetzt wird, aber vielleicht sehen wir ja da den großen Unterschied da dazwischen. Die Kommando, auch besser bekannt als M4 Kommando aus Amerika. Das ist eine Waffe, die in Black Ops 1 zum ersten Mal kam und von sehr vielen mit einem Schalldämpfer oder mit einem Red Dot gespielt wurde. Eine sehr genaue Waffe. Auch eine vollautomatische Waffe ist meiner Meinung nach sehr, sehr ruhig gehalten worden und man hat eine relativ hohe Feuerrate gehabt und die Genauigkeit war auch nicht gerade ohne. Also ich finde, das war eine sehr, sehr krasse Waffe. Die hat man auch relativ spät in Black Ops bekommen. Level 40 irgend, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, Leute. Aber auf jeden Fall relativ spät hat man sie bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch eine meiner Lieblingswaffen neben der Galil in Black Ops 1. Somit sind wir auch bei meiner Lieblingswaffe, und zwar die EMI Galil. Die kommt aus Israel, wurde 1974 produziert und wird ebenfalls noch bis heute produziert, wird auch da in dem Sinne in den Militärs von Israel eingesetzt. Ich finde halt einfach das Ironsight der Galil fand ich schon relativ geil und habe die fast wie jede Waffe in Black Ops 1 immer mit einem Schalldämpfer kombiniert gespielt, weil ich einfach sagen muss, im Black Ops 1 der Schalldämpfer für mich, ebenfalls wie die Dual Mags, einfach das beste Equipment, was man auf die Waffe hat draufpacken können. Ansonsten, was gibt es sonst zur Galil zu sagen? Ja, wie gesagt, Black Ops 1 war sie zum ersten Mal sonst in keinem Call of Duty drin.
650 Schuss pro Minute, was natürlich nicht ganz so schnell ist. Das hat man auch gemerkt, dass man häufiger nochmal nachschießen musste in Black Ops. Ansonsten ist es eine sehr starke Waffe, meiner Meinung nach hat die sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn sie nicht ganz die ruhigste Waffe war, also was den Recoil betraf. Aber das werden wir sehen, wie es in Black Ops 2 umgesetzt wird. Die nächste Waffe ist die KH-2002. Das KH steht für Kaibar oder ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, kommt auf jeden Fall aus dem Iran. 2001 produziert, meistens eine Waffe mit 20 bis 30 Schuss im Lauf. Und das ist, was viele nicht wissen, ist eine Kopie von der M16A1, die eben für den Iran extra geschaffen wurde. Das heißt, man hat sich eine Waffe gesucht, die ebenfalls so ein 3 bis 2 Burster hat. Ich glaube, bei Battlefield ist sogar 2 Burst Waffe, müsste, wenn mich nicht alles täuscht. Man hat sich eine Waffe gesucht wie die M16, die ja eine 3 Burst Waffe ist. Und sie so kopiert, dass man sie für den Iran eben umgesetzt hat. Also ist meistens eine 3-Schuss-Waffe gewesen. Also wird es, denke ich mal, auch so wieder sein. Ich denke, ähnlich wie die Farmers wird diese Waffe sein. Die Farmers war ja in Black Ops 1 vollautomatisch und ich hätte sie natürlich gerne wieder in Black Ops 2 gesehen. Aber wir wissen es noch nicht, Leute. Das sind alles hier keine offiziellen Leaks, die ich natürlich da nebenbei erzähle. Diese Waffen, die jetzt hier in diesem Video drin sind, sind natürlich so schon bestätigt worden. Das heißt, es kann natürlich noch mehr werden, aber diese Waffen sind, denke ich, auf jeden Fall drin. Das habe ich in Videos gesehen, habe ich in Twitter-Meldungen gelesen. Davon können wir auch einfach mal ausgehen, dass diese Waffen drin sind. Die nächste Waffe ist die M4A1. Das heißt, es ist meiner Meinung nach auch eine Waffe, die sehr, 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 sehr häufig in Call of Duty zu sehen war. Kommt aus dem Amiland, ist von 1994. Meiner Meinung nach die Waffe mit den meisten Visieren und Aufsätzen, die es so in der Weltgeschichte gibt. Und ich fand sie einfach immer schon von Beginn an eine sehr gute Allrounder-Waffe. Die gab es in Modern Warfare 1 von Anfang an. In Modern Warfare 2 gab es sie von Anfang an. Im 1er weiß ich es jetzt gar nicht. Aber im 3er gibt es sie auch von Anfang an und mit einem Schalldämpfer eine sehr, sehr gute Waffe. Also fand ich schon immer sehr gut. Ich denke mal auch, das wird eine Waffe, die von Anfang an verfügbar ist. Die M16 oder auch AR-15 genannt, kommt aus den USA und ist seit 1960 im Gebrauch. Gibt es natürlich mit der Variante M16A1, M16A2 und M16A4. Warum es keine A3-Variante gibt, ja, gute Frage, ne? Weiß ich jetzt leider auch nicht. Vielleicht wisst ihr, vielleicht ist der ein oder andere von euch so ein Waffennah und kennt sich da aus. Ich habe auf jeden Fall keine Infos dazu gefunden. Im Vergleich zur AK-47, wenn man sie mal nebeneinander legen würde, ist eine relativ große Waffe. Auch sehr oft in den Call of Duty-Spielen vorgekommen. Da meistens eine Burst-Waffe gewesen. Und wenn man so mal die Recoil-Betrachtung nochmal sieht, hatte sie einen leichten Rechtsdrall. Meistens auch so mit 30 Schuss. Dafür natürlich relativ genau. Und man hatte hier eine richtig krasse Waffe. Die nächste Waffe, die ich für euch habe, ist die QBZ-95 und kommt aus China und wurde produziert 1995. Diese Waffe gibt es in sehr, sehr vielen Ausführungen. Das heißt, sie gibt es auch als leichtes Maschinengewehr und von dem her, da habe ich sie auch in Black Ops 1 habe ich sie nicht gesehen, aber in Battlefield 3 habe ich sie gesehen. Ich glaube, sie war auch in Bad Company 2 vorhanden. Aber ich müsste jetzt lügen, weil ich glaube, dass sie in Black Ops 2 zum ersten Mal von den Call of Duty Teilen vorkommt. Da könnt ihr mich gerne korrigieren, das habe ich jetzt leider nicht rausfinden können. Aber ansonsten ist es eine Waffe, die mir ziemlich viel Spannung bereitet, weil ich nicht ganz so weiß, wie diese Waffe sein wird. In Battlefield spiele ich eigentlich selten mit ihr, aber ich bin mal gespannt, was die Entwickler daraus machen werden. Die nächste Waffe, die ich auf meinem Zettel habe, ist die SCAR, also die FN SCAR. Und meistens ist ja die in Call of Duty aufgetreten als SCAR L, also die, die Large-Variante sozusagen. Und die SCAR H, die Heavy. Nein, Geschmarri. Nein, die SCAR L heißt nicht Large, sondern Light. Ist ja auch klar, Light- und Heavy-Variante, also die leichte und die schwere Variante. Was man aber im Internet über diese Waffe findet, dass sie meistens SCAR 16S oder SCAR 17S heißt. Sie kommt aus den USA, Belgien und ist von 2008. Ich weiß jetzt nicht genau, ob, weil im Internet stand USA, Belgien, vielleicht wird es in beiden Ländern produziert. Und wenn diese Waffe in Call of Duty vorhanden war, dann war meistens das ausschlaggebende Merkmal, das Charakteristikum dieser Waffe,
dass man ein kleines Magazin hatte, dafür aber eine sehr genaue Waffe. Und das war eigentlich so der herausragendste Punkt dieser Waffe. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, welche Variante man wieder einbauen wird. Freue mich auf die Waffe, weil es eine sehr geile Waffe ist und die ich auch sehr gerne benutzt habe. Ansonsten, die letzte Waffe, die ich jetzt hier im Assault-Bereich habe, also das heißt Sturmgewehre, ist die Heckler & Koch XM8 und für mich meiner Meinung nach die futuristischste Waffe, die man im Trailer auch gesehen hat. Und was viele nicht wissen, die basiert auf der G36. Die ist 2002 in Deutschland produziert worden von Heckler & Koch. Die wurde sehr oft in den USA eingesetzt, aber die Army hat sich dann gegen die Waffe entschieden, weil man einfach gesagt hat, die Produktion der Waffe ist einfach viel zu teuer. Und man muss sagen, gut, die 30 Schuss und die 750, also das 30 Schuss Magazin ist natürlich relativ in Ordnung und die 750 Schuss pro Minute auch, aber die Produktion war einfach zu teuer und man hat viel zu viele Ersatzvarianten, wie die SCAR zum Beispiel, auf die man einfach zurückgreifen kann. Die Waffe gab es in Battlefield Bad Company 2 und 1. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass sie in beiden Teilen vorkam. Ich habe sie auf jeden Fall im Bad Company 2, habe ich das nicht. Ich müsste jetzt echt lügen, Leute, aber ich habe sie da definitiv schon gesehen. In Call of Duty war sie so noch nicht vorhanden. Und ich bin froh, dass mal wieder eine Waffe aus Deutschland vorhanden ist. Nicht nur die MP5, sondern auch mal eine Sturmwaffe, also ein Sturmgewehr, das da von dieser Produktionsklasse ist. Ja, das war's jetzt erstmal von den Sturmgewehren. Ich hätte gesagt, falls ich wieder andere Waffen habe, mache ich halt nochmal ein neues Video, weil die Sniper und so interessieren euch ja auch immer und natürlich auch die Maschinenpistolen. Da weiß ich definitiv, dass die Vector und die MP7 vorhanden sein wird. Aber da sind wir mal gespannt, ob da vielleicht die OMP oder sowas, aber es glaube ich jetzt nicht. Vielleicht eher die AK-74U wird zurückkehren. Aber ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Euer Anders Cyril. Servus.